schon. Komm schon. Langsam wird's eng, das ist das Löfflein. Oh, sehr schön. Ah, okay. Ja. Ja. Hier wird sie nicht vorbeigeschlichen. Ja, wo sind? Oh, du lebst noch. Hey, wo ist der jetzt hin? Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Sol Psycho. Ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Hier haben wir letzte Folge aufgehört in Dead Space. Hier sind wir jetzt in diesem VIP-Shuttle. Wir müssen jetzt hier den Singularitätskern einsetzen und dann müssen wir den Marker zurück zu Aegis 7 fliegen. Denn so können wir scheinbar das alles hier stoppen. Ob das genauso entspannt laufen wird und alles so gut klappen wird, das sehen wir jetzt. Installation der Hardware abzuschließen. Bis jetzt sieht's gut aus. Bis jetzt hat alles geklappt. Das hätte ich nicht gedacht. Zünde den Antrieb probeweise. Probeweise und auf einmal fliegt's weg. Was wetten wir? Weil sonst müsste ich nicht da reingehen, damit ich sicher bin. Hätte ich da auch stehen bleiben können, wenn es einfach nur wirklich nur kurz getestet wird. Oder es geht kaputt und oder fliegt in die Luft. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Also das ist... Ja, schau mal. Oh, das funktioniert. Hm, das ist mir ein bisschen zu eng hier. So. Oh, jetzt komme ich raus. Danke. Bleib du mal schön da drin. Oh, oh. Aua. Das wird mir gerade ein bisschen zu viel hier. Aua. Aua. Das heißt drei Engel für Charlie, nicht vier. Alter. Oh, wo kommst du her? Wo muss ich eigentlich hin? Bitte, Jäger. Okay. Dann machen wir jetzt mal hier einen anderen Ansatz. Ah. Oh, oh, oh. Oh oh. Und wisst ihr, was ich gerade für einen Gedanken habe? Ich muss wahrscheinlich das dicke Ding auch wieder killen. Das. Ja! Reiß mir ein Stück aus meinem Lieblingshals raus. Oh. Ich musste doch jetzt den Antrieb testen. Was ist, wenn ich jetzt einfach den Unbesiegbaren hier hinten hinlocke, hier, ihn slowe, da reingehe, das anzünde und ihn damit anzünde? Meint ihr, das könnte so gewollt sein vom Spiel? Dass wir ihn so killen müssen, weil ich muss ja den Jäger jetzt kennen und ich glaube, sowas könnte ihn schon doch schon ein bisschen zusetzen. Leute, wird slow beim Marke. Finde ich cool. So, ich würde ihn nur gerne jetzt hier so ein bisschen... Bitte greif mich nicht an. Danke. Hey, da liegt ja noch was. Okay, einfach mal schneller Drive-By. Kollege, komm mal kurz mit. Die Beine nehme ich ihm schon mal. So, und hier werde ich ihn jetzt gleich einfach rasieren. Hier ist slow. Dann da reingehen, das aktivieren. Wo kommst du her? So, hier mal kurz alles abgesäbelt. Jetzt gehen wir da rein. Testen das Ding. Und da müsste er doch eigentlich jetzt hier wegrasiert werden.
Oh yeah. Oh yeah. Also das kann selbst das Viech nicht überleben. Kommt jetzt der andere gleich raus? Oder hat er jetzt... Also, hat funktioniert. Ja! Wo kommt das jetzt auf einmal her? Ah, war ja klar. Nur weil ich dein kleines Spielzeug gekillt habe. Bring uns die Konvergenz. Mach uns vollkommen. Das ist ein Stein. Oh oh. Hat er verdient. Und tschüss. Ja, ich habe da jetzt ein kleines Problem. Ich muss jetzt ganz schnell mein Impulsgewehr nehmen. Sonst wird es eng. Ja, oha. Ja, andere Waffe, andere Waffe, andere Waffe. Komm schon, komm schon. Langsam wird's eng, das ist das Löchlein. Hören Sie mich? Mr. Clark? Mr. Clark, kommen! Ja. Verdammtes Schiff! Ist da. Sie leben, Ortman. Ich Ortman kann auch zur Hölle fahren. Kendra? Bin hier. Aber jeder Alarm auf der Ishimura ist losgegangen. Kritische Schäden an den internen Systemen. Der Marker hat das Schiff durchbrochen. Irgendetwas zog ihn in den Frachtraum. Kein! Fliegen Sie das Shuttle zum Hangar. Ich suche den Marker. Natürlich. Amelia, schnell! Warte, Dr. Kein? Der Captain ist tot wegen diesem Irren. Wir können ihm nicht trauen, wenn es um den Marker geht. Ja. Er sagt, dass er zurück auf den Planeten muss, um es zu beenden. Haben wir mal? Wir müssen es versuchen. Bin unterwegs zum Frachtraum. Ping Nicole an und sag ihr, wohin sie gehen soll. Überlass das mir. Danke. Wenn ich den Marker habe, kommen wir alle hier raus. Ich kann ihre Skepsis durchaus verstehen. Aber wir haben halt auch wenig Wahl, ne? Tag der Abrechnung abgeschlossen. Fertig. Und Kapitel 11. Offene Wege. Okay. Ah, hier bin ich. Ah, ich sehe. Gut, dann schauen wir uns erstmal noch hier um. Okay, also... Ich habe es so getan, als ob ich weiß, wo ich... Ich habe keine Ahnung. Aber... Doch, wobei irgendwas... Also ich war hier schon mal. Ja? Ja? Ah! Okay, hier habe ich das schon mal eingefroren. Und jetzt habe ich es ja hoffentlich komplett gekillt. Und ich hoffe, er hat auch nur eine Vision gehabt. Nicht, dass er jetzt auf einmal... Wobei, ich könnte ihm zutrauen. Aber dann wäre er nicht ganz so ausgerastet. Wobei, wenn er sie so wie seine Kinder anschaut, dann kann ich verstehen, dass er bei jedem ausrastet. Ja, aber man weiß ja nie, wie diese Psychos drauf sind. Und ja, das ist beleidigend für alle Psychos. Ich fühle das, aber er ist schon ein Psycho. Denn zieht halt unseren guten Namen in den Dreck. Das gehört sich nicht. Okay, weiter geht's. Hopp, hopp, hopp. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, diese Abschnitte hier kenne ich alle hier noch gar nicht. Abriegelung überbrückt. Achso, das ist da. Ich habe das Löchlein nicht gesehen. Okay, wo müssen wir hin? Hangar Fracht Monorail Steuerung. Let's go. Let's go. Flugdeck Monorail Steuerung. Ja, klar will ich da hin. Sonst hätte ich nicht ausgewählt. Oh. Ich muss nur kurz Bein strecken. Okay. Trauen wir ihm? Ich glaube schon. Oder ich glaube, wir können ihm trauen. Das ist seltsam. Mr. Clark, wir nähern uns dem Hangar. Wir erwarten Sie dort mit dem Marker. Ja, gut, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ja, Amelia, bald. Wir schicken das Kollektiv zurück in die Dunkelheit. Hey, sie lebt noch, aber er redet... Schön, dass du dem Kerl unser einziges Shuttle gegeben hast. Scheiße, Isaac. Was du da getötet hast, ihre... Biomasse läuft in den Frachtraum. Oh nein. Sie setzt sich wieder zusammen zu irgendwas Riesigem und der Marker ist direkt in der Mitte. Wie zum Henker sollen wir das schaffen? Ich habe die Frachtkerne der Ishimura. Sie können ein halbes Lager an Ausrüstung transportieren. Wenn das, was da unten ist, um den Marker kämpfen will, bin ich dabei.
Deaktiviere Super. Die Sicherheitsvorkehrungen. Aber mal schnell, die kritischen Systeme versagen schon. Klar, ich werde nicht gefragt, oder was? Also nicht ich, Isaac. Klar, ja, super. Erreiche den Frachtraum. Ah, da lang. Warte mal, hier ist ganz gerne mal so eine Bank oder sowas dahinter. Wo kommen die Geräusche her? Kam da jetzt gerade ein Viech raus? Okay, ich gehe hier nicht an diese Bank. Nö. Die Geräusche gefallen mir überhaupt nicht. Ich gehe hier nicht an diese Bank. Nö. Da wäre mir ein Shop lieber. Schauen wir mal, was ist hier. Nö. Wir gehen jetzt hier shoppen, aber die Geräusche... Nö. Das vergessen. Nö, das ziehe ich nicht ein. Ja, Muni und alles sieht eigentlich gut aus. Dich brauchen wir nicht. Wir können ja echt nur mal so ein bisschen ausmisten, aber alles in allem ist eigentlich das hier schon fresh. So, das hier weg und das hier weg. Euch brauche ich, oder dich brauche ich nicht. Die beiden lasse ich mal so. Ja, das passt schon. Strahlenkanone. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Dann nochmal hier jetzt noch einmal. Einfach mal, wie es können. Ach komm, was soll der Geld? 2. Passt. Das nächste Upgrade haben wir dann jetzt schon mal einen Teil dabei. Wir hätten jetzt natürlich alles kaufen können. Ja, wobei, eines, glaube ich, würde dann noch fehlen für... Ah ne, 3 brauchen wir. 3 brauchen wir, damit wir unsere Kanone... Passt, maximal upgraden. Ah ne, das sind wieder die Badezimmer. Ein der Moosfelder nähern sich der maximalen Kapazität. Okay. An die Bank gehe ich. Das sieht hier viel schöner aus. Ja. Versucht mal hier irgendwas zu... Ja. Danke. So, jetzt haben wir genug, um dieses Upgrade hier zu holen. Wir haben die Waffe noch nie... Gefühlt noch nie eingesetzt. Gefühlt noch nie. Aber wir haben sie jetzt geupgradet. So wird's gemacht. Okay, also. Kann ich auf das Ding schießen? Ja. Ja, vielleicht fühle ich mich hier oben sicherer, wenn da jetzt gleich irgendwas in die Luft fliegt. Aber ich glaube nicht. Wo ist der andere Dude mit seinem Arm hin? Der war doch hier irgendwo. Steht er da hinten? Ich habe keine Ahnung. Ja gut, wir gehen da jetzt einfach mal runter. Wir haben sowieso keine Wahl. Okay. Hier ist einfach nur Loot. Notfall. Das gesamte Personal begibt sich sofort in die ihm zugewiesene Sicherheitszone. Geh mal kurz weg da. Hallo. Was war das? Notfall. Das gesamte Personal begibt sich sofort in die ihm zugewiesene Sicherheitszone. Also super, aktivieren Frachtraum. Meine einzige Quest. Ja, komm, nerv mich nicht. So. Ah. Okay, das hätten wir schon mal. Nummer 1. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich jetzt hier so ein Ding pille, wird's ungemütlich. Also jetzt bezogen auf Gegner mäßig. Also wirklich. Und dafür habe ich gerade so ein bisschen Respekt. Aber es passiert nichts. Sehr seltsam. Zu seltsam. Nein, ich habe wieder F gedrückt. Gut, dass ich gerade so viele Medikits habe, sonst wäre es echt ärgerlich, wenn ich mein einziges Medikit da immer so brazen würde, nur weil ich aus den F drücke. Das gefällt mir halt überhaupt nicht. Ich könnte trotzdem erstmal alles drumherum clearen. Bei dem haben wir gesagt, machen wir das. Weil die kleinen Viecher rauskommen. Ah, du bist kein kleines Viech. Seit wann wirst du geboren? Alter, stirb doch einfach!
Ja, oha. Okay, also gegen den Dude und seine kleinen Kackspasten ist das Ding praktisch, aber sonst gegen die anderen Viecher, nö. Gegen die anderen Viecher, ja, kannst vergessen. Ach, mich juckt's. War ich nicht noch? Nee. Hier kann ich das aktivieren, aber ich will nochmal in die Mitte schauen, auf die Brücke. Ob da noch irgendwas Interessantes ist. Ja, aber nee, ja, hier ist alles clear. Schauen wir mal, was gibt's hier? Brückensteuerung. Am Brückensteuerung. Ah, wenn ich überrannt werde. Also ich kann hier sozusagen zum Fighten anhängen, kann hier dann mal die Brücke hochmachen und hier, damit die da nicht hinkommen. Oder wie ist das? Keine Ahnung. Okay, ab jetzt wird's glaube ich lustig. Ab in die Mitte auf die Brücke. Ja, maximal, ja. Ja gut, mit so einem krassen Viech. Ja, dran kann ich's verstehen. Okay, und weg bitte. Das stört mich nicht. Oh. Aber diese Gepanzerten sind lästig. Oder soll ich jetzt hier irgendwie was machen, damit es geht? Hä, wo ist es hin? Ah. Oh, sehr schön. Ah, okay. Okay, ich darf da nicht stehen, solange die Tentakel da sind. Da muss ich erstmal die Tentakel kennen und da muss ich die Zugbrücke hochmachen, damit das Ding da unten durchfahren kann. Ja! Okay, damit hätte man... damit habe ich jetzt nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Also ich nehme jetzt wirklich gerade... Wo kommst du her? Muss mir wieder die Upgrades machen und na gut, das wollen wir natürlich schon mitnehmen. Und der Bärchen, so gesehen wäre es jetzt ganz praktisch gewesen, wenn wir uns gedacht hätten, nee, braucht man nicht. Und eigentlich habe ich mir das eigentlich, also jetzt im Nachhinein denke ich es mir wieder, eigentlich braucht man es nicht, weil ich habe es ja nicht wirklich verwendet, aber ja, mei. Besser haben als gebrochen. So, komm her, Kollege. Das ist halt so cool. Es sieht so entspannt aus, so schmuck. So, hier. Boom. Einfach gemütlich alles abgesäbelt. So muss das sein. So, wo. Hä? Hier doch. Da. Okay, die sind alle weg. Hier war ja sonst nichts mehr. Nein, ich habe schon wieder F gedrückt. Okay, das heißt wieder den Loot einsammeln. Und oh, ich hoffe, dass wir da nicht verrecken. Aber die Dinger sind bösartig. Oh. Hier ist Jacob Temple. Ich werde von Dr. Mercer gefangen gehalten. Dieser verlogene Scheißkerl hat mich vom Abbau weggelockt. Weil ich irgendwas bauen soll. Damit sein Marker anfing zu konvergieren. Ich weiß es nicht. Liz, wenn du das hier findest, berühre den Marker nicht. Und wenn du Mercer siehst... Lauf weg. Ich würde ihn niemals berühren. Wer bin ich denn? Oh, stimmt, du bist es ja. Stirb! Stirb!
Stirb! Danke. Freigabe bestätigt. Hat das irgendwie recht. Hat immer Priorität. Okay, das hätten wir. Können wir jetzt ja eigentlich schon mal direkt aktivieren. So, wir wissen jetzt, die Tentakelviecher in der Mitte, wenn die da kommen, nicht mehr in der Mitte stehen. Ja, aber treibt nicht so. Okay. Jetzt nicht in der Mitte stehen. Ganz wichtig. Oh, warte. Die Dinger, die Arme von den Viechern sind doch eigentlich echt stark. Kann ich nicht damit auf die... Schauen wir mal. Jetzt hier gleich so ein Tentakel kommen. Ah. Ups, da kommst du hier. Wo kommt die alle her? Ich will eigentlich nur schnell... So. Und dann kleine Kackviecher rausgekommen? Nein. Und nicht, okay. So, jetzt nehme ich mal so einen mit. Weil die sind ja eigentlich relativ stark. Wenn ich jetzt die Zugbrücke aktiviere oder da drauf gehe. Ein Schuss mit so einem Dingens und Ciao Kakao. Oh ja, das machen wir. Auf der anderen Seite war, glaube ich, auch eins. Na, komm her. Ups, ich habe dich getroffen. Okay, das war jetzt ungünstig, aber... So, Nummer 1. Jetzt wird wahrscheinlich die nächste Gegner wieder kommen. Auf geht's. Und hier muss ich dann das zweite Mal das Ding aktivieren und dann das... Das hilft mir. Keine Ahnung. Das klingt doch so geil. Oh! Okay, ich wusste nicht, dass du hinter mir bist, sorry. Wie aggro die werden, wenn man sie einmal ignoriert. Oh, oh, ich muss nachladen, Kinder. Oh, oh. Hier wird sie nicht vorbeigeschlichen. Ja, wo sind? Boah, du lebst noch. Ja, wo ist der jetzt hin? Die verschwinden alle. Oh, zum Glück habe ich ein Medikit gefunden. Ich will jetzt nicht mehr viele Leben haben. Okay. Wir müssen uns jetzt darauf vorbereiten, dass gleich wieder so ein Tentakelviech kommt. Deswegen nehme ich das Ding mit. Oh, das nehmen wir natürlich auch gleich mit. Habe ich das jetzt noch? Okay, also dass hier wieder so ein Arm kommt. Wir uns darauf vorbereiten, seelisch. Aber sieht clear aus. Vorsicht, Zugangsbrücke verhindert den Transfer. Es sieht clear aus. Es sieht gut aus. Okay. Wir haben es überstanden. Hoffe ich. So, und was passiert jetzt mit dem Marker? Nach oben. Ah, Kran. Ah, ah. Ah, ah, ah. Der Marker. Gut gemacht, Mr. Clark. Können wir alles nachladen? Kein. Ihre Flugroute führt über Luftschleuse 19. Ich komme vom Computerkern aus dorthin. Ja. Und ich? Wir holen Sie dort an. Schaffst du es allein zur Luftschleuse? Die Kameras fangen keine Bewegungen ein. Ich werde einfach rennen. Wünsch mir Glück.
Okay, ich hoffe, sie überlebt. Weil das wäre sehr unschön. Ich mag Daniels. Der ist eigentlich okay. Der sage ich schon, sie. Die ist eigentlich echt okay, ich mag sie. Okay, nochmal Credits. Oh. Okay, let's go. Wir sind auf einem guten Weg. Das war jetzt einfacher als gedacht. Gut, die Arme, die waren ätzend. Also ich nenne sie jetzt einfach mal Arme. Strukturelle Integrität beeinträchtigt. Okay. Oh. Das gefällt mir gar nicht, dass die Dinger hier immer in die Luft fliegen. So, jetzt ganz schnell speichern, bevor hier ein Viech kommt. Wir sind bei 25 Minuten, wir machen noch ein Stückchen weiter. Jetzt aufzuhören, wäre gemein. Deswegen. So, weiter geht's. Oder? Was war hier nochmal? Ah, keine Ahnung. Gehen jetzt einfach weiter. Personal begibt sich sofort in die ihm zugewiesene Sicherheitszone. Okay, bin an sie ran. Scheiße, das ist mein Bruder auf dem Monitor. Hey, was? Er ist an der Luftschleuse. Lass dich von diesem Ort nicht unterkriegen. Achso. Kendra, wir haben keine Zeit. Das sind die Bilder vom Marker. Er ist nicht da. Ich kann es schaffen, wenn ich renne. Nein, du nicht auch noch. Nein. Ach Mann, wieso verliere ich jetzt alle, mit denen ich hier klarkomme? Ach Mann. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Das gefällt mir gar nicht. Das war doch ganz am Anfang, als wir hier reingekommen sind und da hinten drin gewesen sind. War doch hier mein Team. Und dann kam auch Viecher. Es wiederholt sich gerade. Ich dachte, da kommt noch einer. Na komm, na komm, na komm. Yep. Es sind mir zu wenig. Wieso immer auf meinen Kopf? Entschuldigung. Ist er leicht weg von mir? Sorry, dich habe ich voll übersehen. Hier kommt natürlich jeder auf seine Kosten. Irgendwas kommt noch. Das kann ja nicht, zum Glück nicht der Unbesiegbare sein, denn den kann ich nicht killen. Oh, das wird er schon. Ja, cool hier. Ja, denn der Unbesiegbaren, den kann ich ja nicht killen. Aber hier war ein Speicherpunkt. Okay, wir speichern. Ne Wege. Ach komm, wir sind zwar schon bei 27 Minuten. Ein Speicherpunkt geht noch. Ich habe jetzt keine Lust aufzuhören. Oh, jetzt kommen wir endlich hier hin. Ah, es ist herrlich, dass wir jetzt hier überall reinkommen. Wow, da ist nicht mal was drin, oder was? Wow. Wow, aber ich habe es öffnen können. Was war das? Oh. Der Clark, Ihre Kollegin ist sicher an Bord. Mein Name ist Kendra Daniels. Halte dich bereit, Alter. Bringt das Schatten jetzt rein. Oh, das ist ein Stil. Irgendwie habe ich Angst. Also ich glaube irgendwie, dass es zu einfach ist, aber... Darf ich da jetzt einfach mitfliegen und wir sind raus? Isaac, die automatischen Ladekontrollen funktionieren nicht. Liegt wohl an der Beschädigung des Schiffs. Wir verlieren Zeit. Das Kollektiv ist da unten. Klein, ganz ruhig. Ich werde die Schwerkraft im Hangar ausschalten. Dann kann ich den Marker von Hand verladen. Okay. Okay, keine mach mal. Keine Sorge, Amelia. Sie verstehen es. Mach ich das jetzt? Heilige Scheiße. Ich bin so kurz davor. So kurz, also das Schiff sieht echt schön aus. Also ich hoffe, dem passiert nichts, denn sonst habe ich wieder ein Problem. Das wäre jetzt eher unschön. Okay, weiter geht's. Aber stimmt schon, in der Schwerelosigkeit kann ich das Riesending ja bewegen. Man hätte jetzt irgendwas Zweites sagen können, aber ich lasse es jetzt einfach mal.
Schwerelosigkeit aktiviert. Oh, yeah. Ups. Okay. Muss ja irgendwas hier mit den Dingen. Das hatten wir schon mal gemacht, ne? Nur die Frage, was genau ich jetzt machen muss. Ja, theoretisch habe ich das ja schon. So bin ich jetzt ganz blöd. Hier haben wir einmal Frachtschienen und einmal Ladeklappe. Erstmal Ladeklappe. Damit wir den Marker nehmen können und einsetzen, oder? Ist der Marker schon da? Nö, der ist nicht da. Serie der Marker erneut. Ja, was... Ich will... Aber... Ich muss ja erstmal den Marker finden. Was ist jetzt hier? Gleichsteuerung offline. Okay, erstmal Marker. Und... Da drüben? Muss ich die jetzt nicht erstmal aktivieren? Gleichsteuerung offline, Gleichsteuerung offline. Oder hier drin? Aha. Oho. Aha. Okay. Und hier haben wir auch sogar eine Batterie. Noch eine Batterie. Nein, ich wollte keine Ripper-Muni dafür verwenden. Sondern die Impulse. Okay, aber... Gehst du weg! Ich wollte gerade sagen, wir bringen schon mal die Batterie nach vorne. Auf jeden Fall, dass wir die gebrauchen. Okay, das hat schon mal funktioniert, würde ich sagen, oder? Das hat passt. Jetzt, ja, jetzt, ich bin komplett verwirrt. Drehen wir uns mal nochmal hin. Ah, okay, jetzt muss ich wahrscheinlich der Reihe nach hier einfach die Gleichsteuerung machen. Ja, okay. Das ergibt Sinn. Da haben wir eigentlich schon Übung. Das haben wir schon mal gemacht. Oh. Okay. Nummer 1. Ich lande mal kurz. Okay, und jetzt müssen wir es drehen. Aha. Bis jetzt läuft alles schon mal gut. Ist hier nur zu viel explosiver Shit. Okay, ist immer noch auf dem richtigen Weg, das ist sehr gut. Hier hinten müssen wir jetzt, glaube ich, das noch drehen, damit wir es da rein bekommen und dann darüber. Ja, als ob du das jetzt einfach so ab... Wie leicht er das weggesteckt hat. Crazy. Okay, und jetzt wird's unten rein und dann wird's dran gehängt und dann kann ich ja eigentlich in das Schiff rein und dann kann ich abdüsen. Oh, das wäre super. Hör mir auf. Der Marker. Bleib da, es ist noch nicht sicher. Ich muss die Schwerkraft vor dem Verladen wiederherstellen. Schnell, bitte. Dass er es so sagt, bleib da. Gefällt mir irgendwie nicht. Hä? Die Schwerkraft im... Hä, aber muss ich das nicht erstmal da hoch? Na, okay, keine Ahnung. Dachte, ich hätte jetzt erstmal da hoch schweben lassen müssen, also so Chinesen. Oh, nee, schauen wir doch nicht. Ah, das macht es automatisch. Okay, ich sehe. Er ist an Bord. Kommen Sie schnell! Öffnen Sie die Luke für ihn. Nice one. Es könnte wirklich sein, dass wir jetzt hier in das Schiff kommen und dann rüber nach Aegis 7 den Marker platzieren und dann ist hier... Nicole, ist sie hier? Miss Daniels, aber nicht Nicole. Oh, was? Wer? Daniels!
Sie hat jetzt ihren Freund oder Mann oder was auch immer gekillt, damit... What? Sorry, Isaac. Ich konnte ihm den Marker nicht anvertrauen. Kendra, was? Wofür mich meine Abteilung hergeschickt hat. Auch wenn mich die Werler nicht wie geplant rausholen konnte. Abteilung? Du bist eine Verräterin. Ich arbeite für Earthgov. Ich kümmere mich um ein sehr altes Problem. Ich sagte dir und Hammond schon, dass Aegis 7 tabu ist. Der Planet war ein einziges staatliches Forschungsprojekt. Der Marker? Das göttliche Artefakt? Wurde von Menschenhand gebaut. Das ist unmöglich. Wir sind im Weltall. Man hat das Scheißding ausgegraben. Nachdem es hier vor Jahrhunderten hinterlassen wurde. Selbst Kain hat es nicht mitbekommen. Was? Ich hab dich gemocht? Der wurde in einem Krater auf der Erde gefunden. Und der? Der war echt. Außerirdisch. Genug für die Gründung von Unitology. Unsere Wissenschaftler haben den roten Marker untersucht und konnten ihn nachbauen. Irgendwo mussten sie ihn jedoch testen. Aegis 7. Das Resultat ist bekannt. Eine Geschichte des Schreckens. Ich dachte, die alten Berichte wären Hysterie, doch... Doch dann sah ich, was ich sah. Das System wurde völlig abgeriegelt, alle Aufzeichnungen vernichtet, bis die CEC gierig wurde. Sie haben Aegis 7 auseinandergenommen und zum Leben erweckt, was das Forschungsteam zurückließ. Also hat Earthgov dich geschickt, um alles zu vertuschen. Mist, wir müssen den Marker zurückbringen. Sollte noch jemand Aegis 7 entdecken? Er war schon mal verschwunden. Wir können es wieder tun. Ich weiß, was der Marker mit deinem Kopf anstellt. Er muss unter Verschluss. Was jetzt? Und übrigens, wir waren ein tolles Team. Waren wir? Du wirst einen anderen Weg von der Ishimura finden. Du bist ein verdammt guter Ingenieur. Jetzt noch schöne Augen machen, ja. Wie war... Und jetzt? Es war alles umsonst. Ah, Nicole, du bist auch noch da. Isaac? Schau mich nicht so böse an. Wo bist du? Im Flugsteuerungsraum. Bitte komm sofort zu mir her. Noch gibt es einen Weg hier raus, aber wir müssen uns beeilen. Na gut, ladies and gentlemen. Ich sehe gerade, wir sind schon bei 37 Minuten. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Cut an dieser Stelle. Als nächstes heißt es ab zu Nicole, Flugsteuerung. Und hoffentlich finden wir noch einen Weg da raus. Und ja, dann heißt es wahrscheinlich den Marker hinterherhetzen. Aber wie das Ganze weitergeht, was noch passieren wird, das erfahrt ihr im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.